Hallo Welt, da sind wir wieder und wir sind in Kingsport Leuchtturm und versuchen für unsere Artillerieteilfrau ein Artillerieteil hier hinzubauen. Ja, das ist ja schon nicht schlecht, dass wir hier so ein Betonteil reinbauen konnten. Boden oben. Betonteil. Ja, Boden oben, hat gepasst. Kriegen wir da vielleicht noch eins dran? Aha. Na, das ist doch mal was. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das hier so gut reinpasst dann. Ich meine, gerade ist es bestimmt nicht, oder? Aber das ist auch nicht so tragisch jetzt. Na, nicht gut. Aber damit werden wir weiter was machen mit dem Betonteil oben. Darunter, ja, wir gucken uns das nochmal an. Ja, wir haben ja diese Stützen hier aufgebaut. Aber dazwischen ist doch ein bisschen viel Luft, finde ich. Können wir das vielleicht verkleiden? Das wäre natürlich dann noch... Das wäre noch denkbar. Ja. Auch nicht so schön von der Seite. Aber denkbar. Ja, dann schauen wir noch mal von hier, ob wir das da auch so ähnlich noch hinbekommen. Und ja, wir bekommen. Da ist jetzt natürlich die Frage, das ist die Frage, wie kommt die gute Frau dann darauf? Ach, geht das nicht? Nach außen wollte ich das haben eigentlich. So eins ginge auch hier. Ah, ja, okay. Versuchen wir das mal so hier. Oh, schade. Oh, das geht doch. Hängt so ein wenig im Fenster, aber das Fenster ist sowieso kaputt. Nach wie vor, Leitern wären schön. Na, das wäre ja ein Zufall, wenn wir jetzt hier genau oben drauf kämen, aber das wird wohl nicht hinhauen, oder? Oder doch? Na, gucken wir mal, wie das oben aussieht. Ja, ich sehe auch, der Größenbalken ist gleich voll, da müssen wir unbedingt was tun dann. Och Gottchen, ja. Jetzt lass uns nur hier die Holztreppen passen, dann... hinbauen und passend hinbauen. Ah ja.
Ja. Da hat sie doch hier schon mal einen Aufstieg. Das ist doch schön. Jo, also ich finde, das geht. Und es ist jetzt nicht so groß im Wege hier. Also man kann hier noch gut herlaufen. Und sie hat, je nachdem, wo ihr Bett steht, einen ziemlichen Weg zum Arbeitsplatz. Noch sind wir aber nicht so weit, dass wir sagen können, das ist ihr Arbeitsplatz. Noch bin ich dafür, dass wir hier ein bisschen noch was anderes hinsetzen und wir haben ja gesehen, genau, dass diese Teile leider hier jetzt nicht reinpassen, aber davor würden sie passen. Ja, aber das bringt jetzt auch nicht so viel. Also ich hätte die Wände ganz gerne hier so hingesetzt. Klappt nicht. Betonwände vielleicht. Die lassen sich da ja doch schon mal anders setzen, so ein bisschen. Och, mitten rein. Wo docken die dann eigentlich an, wenn die hier so mittendrin stehen? Ja, die gucken aber unten zu weit raus dann. Ah, Moment. Da war doch was. Oben drauf. Nein, nicht darunter. Ja, ganz schön schwammige Angelegenheit hier mit den Betonwänden. Das wird sowieso jetzt die letzte Wand, die wir setzen können. Dann müssen wir den größten Balken einmal entleeren. Naja. Ach, das ginge ja schon. Und das war's. Der Größenbalken ist voll. Oha. Jetzt ehrlich. Wo kommen die Kronkorken eigentlich her? Hier muss doch irgendwo noch ein Geschäft stehen dann. Und jetzt ehrlich, wir haben überhaupt gar keine Waffen hier drin. Ja, wie viel haben wir denn? Tragen wir denn irgendwas Schönes mit uns herum? Boah, zu wenig. Aber wir haben das Gleisgewehr dabei. Es ist ein Wunder, dass du dich überhaupt noch bewegen kannst. Und das Gleisgewehr, das hilft ja doch schon ganz gut. Wenn man den größten Balken entleeren möchte. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Also wenn wir diese ganzen Waffen jetzt auf den Boden werfen, haben wir denn hier genug Platz?
einlagern. Einlagern. Eigentlich könnten wir das jetzt nur mit dem Gleisgewehr machen. Das finden wir vielleicht besser, weil es etwas größer ist als die anderen Sachen. Oh, das war's schon. Ja, das könnte dann aber dauern. Aber da fällt mir gerade ein, beziehungsweise ich sehe gerade so die Kisten. Siedler, was haben wir denn hier Schönes drin? Sind hier vielleicht gute Waffen? Boah, zu wenig. Macheten, boah, hier so Sturmgewehre. Und in der Handelskiste die Sachen zum Verkaufen, auch wenig Waffen. Aber für Sanctuary Hills ist gar nichts drin. Hm. Ja, dann ist zwar alles durcheinander, aber geht vielleicht dann doch etwas schneller. Alles gemischt wieder in der Werkstatt, dann müssen wir unsere Sachen, müssen wir dann raussuchen wieder, die wir behalten wollen. Echt, das war schon. Ja, zu der Sache mit dem Größenbalken sage ich ja ganz oft, dass wir das ganz gerne dann machen. Die Sachen also auf eine möglichst gerade Fläche hinschmeißen hier und die dann in der Werkstatt einlagern über das Baumenü. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Und dann sieht man, wie der Größenbalken rechts oben kleiner wird, wie der sich leert quasi. Die Siedler lieben es, wie man jetzt vielleicht schon gesehen hat, sie lieben es, durch diesen Haufen Waffen dann durchzulaufen. Ja, und das Gleisgewehr geht wohl am besten, das hatten wir mal im Außenposten Simonia war das genau, da hatten wir das mal ausprobiert. Da haben wir gemerkt, dass das Gleisgewehr dafür richtig gut geeignet ist, dass da gleich, ich glaube, da kann man gleich drei, vier Teile kann man da gleich mehr bauen. Wenn man das einmal eingelagert hat über das Baumenü. Nicht verwerten, dann sind die Waffen natürlich weg. Müssen wir auch dran denken. Oh, das wird aber dauern. Ja, dann machen wir das anders hier, damit wir nicht immer zur Werkstatt schon mal rennen müssen. Da können wir doch hier dann... Wir haben noch irgendetwas eingelagert. Genau, hier so eine Kochstelle. Stellen wir mal hier hin. Ja, liebe Welt da draußen, das funktioniert auch mit anderen Sachen natürlich. Aber Waffen, damit meine ich... funktioniert es halt am besten und Waffen, vor allem die größeren Waffen, die sieht man besser. Also beim Aufsammeln übersieht man die nicht so schnell wie jetzt zum Beispiel Medikamente oder sowas. Also Stimpaks geht bestimmt auch, wenn man 1 Million Stimpaks hat. Naja, die werden irgendwann gestapelt. Auch da hatten wir dann schon mal ausprobiert. Diese Stapelei scheint irgendwie nicht so viel Sinn zu machen bei dieser Sache. Und wir haben uns... Also ich habe mir öfter schon gedacht, das ist mit Sicherheit kein Bug oder Glitch oder irgendwas. Das ist mit Sicherheit so gewollt. Denn so viel, wie man bauen kann, das sage ich auch immer wieder. Ja, das ist wahrscheinlich dann nur, der Größenbalken ist wahrscheinlich nur so ein Anhaltspunkt, damit man sich beim Bauen so ein bisschen zurückhält. Und wir haben gemerkt, dass wenn wir einmal den größten Balken entleeren, dann geht es eigentlich in der Siedlung noch. Aber wenn da so 8 oder 12 Mal der größten Balken schon entleert wurde, dann ruckelt es doch recht stark in der Siedlung. So wie bei uns zum Beispiel auf der Abernathy Farm. Da haben wir sehr, sehr viel gebaut und diesen Trick relativ häufig angewendet. Und da kann man sich jetzt kaum mehr aufhalten. Wobei beim letzten Mal, als wir da waren, meine ich, da ging es wieder recht gut.
Es wurde ja auch gepatcht. Vielleicht wurde da irgendetwas reingepatcht, damit das jetzt besser geht. Also in dieser Folge einmal den größten Balkan entleeren. Ja, wir haben in anderen Siedlungen, vor allem in Sanctuary Hills, da haben wir so viele Waffen, da bräuchten wir das wahrscheinlich nur einmal auf den Boden zu werfen, alles einzulagern und der größte Balken wäre leer. Aber ja, das kann man sich jetzt überlegen. Geht das... Was ist das? Ach so. Der Paddel hier. Da kann man sich überlegen, lohnt es sich jetzt, den größten Balken von hier aus mit den paar Waffen, die man da hat, irgendwie zu entleeren? Oder lohnt es sich zeitlich dann der Aufwand, nach Sanctuary Hills zu laufen und sich da einen ganzen Stapel Waffen zu holen? Ich glaube, wir bräuchten gar nicht mal nach Sanctuary Hills. Wir haben bestimmt in der letzten Siedlung Finchschwarm, weiß ich nicht, aber in der letzten Siedlung, in der wir gebaut haben, wahrscheinlich der Slog oder Kinderkrippe Greentop, da haben wir mit Sicherheit schon einen ganzen Stapel Waffen. Da bräuchten wir also nur dorthin und den Stapel mitzunehmen. Aber ich sag mal, wir wollen hier sowieso nicht mehr sehr viel bauen. Wir sind so gut wie fertig hier. Und da lohnt sich dann der Aufwand nicht, den Stapel jetzt noch weiter mit uns herumzuschleppen. Und in der nächsten Siedlung, da hoffe ich drauf, dass wir da also genug Sachen haben, Waffen haben. Und wir können ja mal ausprobieren und hier jetzt die Kleidung mit auf den Boden werfen. Gerade die Kleidung, ja, das nimmt so viel Platz weg und das springt dann so durch die ganze Siedlung hier. Aber dann wird unser Inventar ja auch mal leerer. So, wir schmeißen das also über den Pip-Boy alles nochmal ab. Um das nochmal ganz genau zu sagen, wir schmeißen es über den Pip-Boy mit der R-Taste auf der Tastatur alles ab. War da schon irgendwas dabei, was wir vielleicht behalten wollen? Nein! Ja, das wollte ich eigentlich behalten. Nun egal. Abgeworfen ist es, dann bildet sich da so ein Kreis um uns und wir können dann einlagern über das Werkstattmenü und der Größenbalken wird kleiner. Und wie man sieht, jetzt bei Kleidungsstücken, er wird zwar auch kleiner, man sieht es aber kaum. Also das mit den Kleidungsstücken ist schon mühselig hier. Jetzt haben wir das Sturmgewehr und da sieht man richtig, wie der Größenbalken dann kleiner wird. Ja, was sei dazu noch gesagt? Früher war es so, dass die Waffen durch den Boden geglitscht sind. Gerade mal so kleine Macheten oder so, die hat man dann schwer finden können. Die sind manchmal auch unter der Betondecke gewesen. Aus dem Grund haben wir uns dann immer einen möglichst geraden Platz gesucht. Also irgendetwas, wo auch nicht so viele Grasbüschel sind. Zum einen, damit man die Sachen schneller finden kann und zum anderen, damit so etwas nicht passiert. Das scheint aber auch mittlerweile weggepatcht worden zu sein. Da glitscht jetzt nichts mehr groß durch den Boden, wie man hier sehen kann. Auch die kleinen Teile, die sind hier noch gut aufsammelbar. Wir könnten das mal testen. Ganz klar war es früher so, dass zum Beispiel also Ladungen, wenn man Ladungen auf den Boden geworfen hat, die sind unter der Betondecke dann gewesen, also hier unter der Straße. Im Baumenü konnte man sie natürlich dann noch einsammeln, also die waren ja nicht weg, aber man konnte sie halt nicht mehr sehen. Klar, wenn die hier drunter sind, sieht man ja nur über das Baumenü, dass da dann vielleicht was leuchtet, wenn man darüber fährt, so wie hier jetzt diese Splittergranaten oder der Schlagring. Da war noch was. Noch ein Schlagring. Ja, machen wir noch ein, zwei Mal und dann sind wir auch fertig damit. Ja, dann dauert die Folge heute etwas länger, sehe ich gerade. Und das Schöne ist, aber hierzu nochmal zu dieser Sache, wenn man seine eigenen Waffen... Moment, Moment, wir suchen uns mal das raus, was wir behalten wollten. Wenn man seine... Wickel und zerrissene Jeans, genau. Wenn man seine eigenen Sachen hier wieder einsammelt, dann sind die immer noch favorisiert, also sie haben immer noch das Herzchen und sind immer noch dann auf der Schnellauswahltaste, die man zugewiesen hat.
Wie man hier sieht zum Beispiel. Das Herz ist immer noch da. Wir haben das schon ein paar Mal auf den Boden geworfen. Und das merkt sich dann hier. Der Titel merkt sich das dann irgendwo. Finde ich ganz gut. Dann braucht man das auch nicht immer wieder einzustellen. Und mir ist da gerade eingefallen, normalerweise würde ich da natürlich nicht die eigenen Waffen nehmen, also die geherzten Waffen schon, sondern ich würde irgendwelche Schrottwaffen nehmen. Dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn doch mal was durch den Boden glitscht, was ich aber nicht mehr glaube. Man sieht hier das Messer auch, da glitscht nichts mehr durch den Boden. Und aus dem anderen Grund würde ich die eigenen Waffen ungern nehmen, weil man kann ja auch mal aus Versehen, wenn man jetzt nicht ganz so bei der Sache ist, dann könnte es ja schon mal passieren, dass man die Sachen, statt sie einzulagern, sie dann verwertet. Und das wäre dann natürlich nicht so toll. Und nochmal, ich bin der Meinung, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es weder ein Bug oder noch ein Glitch ist. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das so gewollt ist, dass man also den größten Balken einmal voll macht und dann schon sagen kann, oh, jetzt sollten wir lieber aufhören, es sei denn, vielleicht man hat eine etwas bessere Maschine da stehen, einen besseren Rechner. Aber auch da habe ich schon in den Kommentaren gelesen, dass es auch bei besseren Rechnern dann zu Rucklein kommt, wenn man jetzt zu viel baut. Ja, aber da denke ich auch mal, dass das Ganze, also das ist meine Meinung und ich vermute das mal, dass das Ganze mit dem Baumenü vielleicht eher so eine Art Test war und es ist bestimmt nicht, anfangs glaube ich nicht, dass es gedacht war, dass das so gut angenommen wird mit dem Baumenü. Jetzt haben wir den größten Balken leer, das ist ja auch schön und da liegt sogar noch was. Und ich denke, das kam dann nach und nach, als Bethesda dann gesehen hat, dass das so gut angenommen wird mit dem Baumenü, dass dann eben diese Workshops noch rauskamen oder so. Naja, ich kann mir denken, okay, der Wasteland Workshop, der war vielleicht schon vorher geplant. Aber ich kann mir denken, gerade diese anderen Workshops, diese Workshops. Da denke ich mal, dass das vielleicht in den nächsten Teilen, wenn das drin bleibt, das Baumenü, was mich sehr freuen würde, dann kann ich mir vorstellen, dass da das auch etwas anders aussehen wird. Ja, brauchen wir denn sonst noch was hier von? Ich glaube, die anderen Waffen, die können wir getrost hier drin lassen. Den Durstlöscher vielleicht. Ja. Wollen wir Curie wütend machen? Nö, wollen wir nicht. Vielleicht gegen Supermutanten mal. Nein, brauchen wir jetzt nicht. Okay, liebe Welt da draußen, der Größenbalken ist kleiner. Das war Gegenstand dieser Folge. Muss ja auch mal sein. Der Größenbalken ist leer. Nicht kleiner. Der ist ja noch genauso groß. Aber leer ist er. Ja, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.